Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Einfach Kochen, eurer ersten Anlaufstelle für vegane Rezepte auf YouTube. Heute machen wir was ganz Leckeres zum Thema Kürbis. Das stimmt uns sogar schon so ein bisschen auf Weihnachten ein, denn wir arbeiten mit Zimt und Vanille. Das sind so Sachen, die so süß und lecker schmecken und einfach, wenn es draußen schon wieder etwas dunkler wird, ein wohliges Gefühl machen. Wir machen einen Kürbissmoothie. Dazu habe ich schon ganz fleißig geschnibbelt, ein frischer Kürbis. Hier sind die Zutaten nochmal an die Wand geworfen. Ich mache heute ein bisschen mehr als das, was hier steht. Das ist hier für 1 bis 2 Personen, da kommt ihr gut mit aus. Ich erwarte heute noch ein paar Gäste, deswegen habe ich größere Mengen rausgestellt. Denn dieses Kürbissmoothie-Rezept ist ein Rezept, was ich im Rahmen der sogenannten Kenwood Küchenparty mache. Ich leite dort ein virtuelles Team. In dem Team entwickeln wir zusammen leckere Rezepte zu verschiedenen Themen. Jetzt ist es Kürbis, bald ist es das Thema Plätzchen, dann wird es das Thema Brot sein mit der Maschine, mit der wir gleich auch kochen. Und ich habe aber gedacht, Mensch, die Rezepte, die ich jetzt schon mal entwickelt habe, die sind so lecker. Ich habe die natürlich auch schon ausprobiert und ich wollte euch unbedingt dieses Kürbissmoothie-Rezept zeigen. Es wird noch weitere Rezepte zum Thema Kürbis geben. Ich schreibe darüber auch in meinem Blog und auch auf der Seite von Kenwood wird es dazu eine Sektion geben. Sobald das online ist, stelle ich die Links auch unter dieses Video. Dann könnt ihr da noch mehr Kürbisrezepte sehen und euch auch für die weiteren virtuellen Teams anmelden, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen im Team begrüßen zu dürfen und dann werden wir per E-Mail kommunizieren und leckere, leckere Sachen entwickeln. Natürlich vegan, das ist ja wohl klar. Wir legen los. Wir werden erst den Kürbis und die Äpfel in etwas Wasser garen. Das ist jetzt viel mehr Kürbis als angegeben, aber wie gesagt, ich koche für 6 Personen, da passt das schon. So, Ingwer kommt auch mit dazu. Ein bisschen, ein kleines Stück Ingwer. Und ich tue den Zimt auch schon mit rein. Das finde ich immer ganz gut, wenn der mitgaren kann. Das war es auch schon. Jetzt stellen wir die an, machen es mal direkt ganz heiß. So, und das ist eine Induktionsplatte, da geht das ganz schnell. 20 Minuten kochen wir jetzt Kürbis und Apfel zusammen. Wenn ihr keine Kenwood-Küchenmaschine habt, kein Problem. Hauptsache ihr habt einen Topf und einen Mixer, damit geht es genauso gut. So, hier ist unsere Masse, die schon sehr schön zimtig duftet. Und davon gebe ich jetzt was in den Mixer. Ich werde 2-mal mixen. Ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen mehr. So, und das ist die Grundlage für unseren leckeren Smoothie. Jetzt kommen die Gewürze dazu. Vanillepulver, das liebe ich ja total. Da darf nicht zu wenig rein. Wie gesagt, bei den Gewürzen, das ist euch wirklich freigestellt, was ihr da drin mögt. Muskatnuss gehört zum leckeren vorweihnachtlichen Geschmack auch dazu. So. Ein paar Haferflocken. Die könnt ihr rein, müsst ihr nicht, die habe ich vorhin vergessen. Und ich habe vergessen, Kokosmilch drauf zu schreiben. Ich stand natürlich schon hier dabei. Aber das sollte man nicht vergessen. Ich habe nämlich den Kokosdrink und der ist etwas flüssiger. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren mit euch zusammen. Die Kokosmilch habe ich schon da stehen. Wenn mir das nicht cremig genug wird, dann würde ich davon noch ein bisschen was dazu tun. Also da könnt ihr, ne, wenn ihr es gehaltvoller mögt, nehmt ihr diese Kokosmilch. Und ich habe diesen etwas dünneren Kokosdrink. Das soll ja als, so ein bisschen als Begrüßungsdrink gereicht werden. Da muss es natürlich nicht gleich direkt so reinhauen. Aber wenn ihr es so als Smoothie zwischendurch oder als Ersatz für ein Frühstück nehmt, dann nehmt ruhig die, die ein bisschen Power hat. So, ich probiere jetzt nochmal. Ich glaube, einen kleinen Blub Kokosmilch gönnen wir uns doch, den richtig fettigen, um die Cremigkeit zu erzeugen, die wir haben wollen.
So, ihr seht, das hier ist schon eine ganz andere Konsistenz. Dann nehmen wir jetzt mal 3 Esslöffel von. So ein bisschen wie Sahne. So, und einen Schuss Süße, Ahornsirup, so viel wie ihr mögt. So. Da ist wirklich, da ist jeder frei, was er macht. Manche mögen es süßer, manche nicht. Ansonsten ist er schon sehr gut abgeschmeckt. Das mischen wir jetzt noch einmal. So richtig gut zumachen. Und da ist er, unser Kürbissmoothie. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.